In Afrika gibt es zahlreiche Krisen und Konflikte. Junge Menschen suchen deshalb ihr Glück in Europa. Außenminister Gabriel betont die Verantwortung der EU. Außenminister Sigmar Gabriel, SPD. Quelle: Michael Kappler, Deutsche Presseagentur. Außenminister Sigmar Gabriel, SPD, hat vor dem EU-Afrika-Gipfel im ivorischen Abidjan die europäische Verantwortung für den Nachbarkontinent betont. Wenn Menschen aus Angst vor Konflikten auf unserem Nachbarkontinent fliehen, betrifft uns das hier in Europa unmittelbar, sagte Gabriel. Um Krisen zu verhindern, sei eine politische Strategie notwendig, die Sicherheit, gute Regierungsführung und Entwicklung zusammenbringe. Man wolle gemeinsam Frieden und Sicherheit in Afrika stärken.